geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute testen wir verschiedene Bombenrohre. Und zwar werden wir alle Defender-Rohre von Panda, Defender 1, 2 und 3. Haben wir den altbekannten Nico Flashbang, einfach nur Kult, dieses Teil. Ein Flashing Thunder von Weko in der gelben Ausführung. Ein Thunder Kong Max von Leslie mit der höheren NEM. Und dann noch zwei Einzelschüsse der Reno. Einfach mal mit reingenommen, um zu schauen, wie laut die denn so sind im Vergleich zu den anderen. Und ja, gehen wir mal raus und machen diesen schönen Bombenrohrvergleich. Bis gleich. So, jetzt haben wir die alle schön aufgereiht und dann fangen wir an mit Defender 1. Oh, stimmt, jetzt habe ich keinen. Da. Ja, sehr kurzes ja. Crackling. Und der Fender 2. Genauso, nur mit einem roten Aufstieg. Da hättet ihr mal drauf achten müssen. Der erste hat einen grünen Aufstieg. Und jetzt Defender 3 mit der Sonne. Sehr schön. Finde ich der beste irgendwie. Auch wenn es der leiseste ist. So. Defender 3 führt schon mal. Und jetzt der Thunder Kong Max. Hohe NEM. Abnormal. Auch mit Stern. Und dann machen weiter mit Flashing Thunder in Gelb. Weko Feuerwerk. Genau. Stopp, reiner Salut. Thunder Komax war eindeutig lauter. So, dann haben wir jetzt hier Reno Doppelschuss. Zünd mal hier an. Was ist das denn? Hallo, sag nichts gegen meine Künste. Boah. Oha. Boah. Ja, sag mal hier, ich kann nicht verleiden. Manager hat's drauf. Jetzt der Flashbang. Definitiv der lauteste. So, und damit haut rein und ciao.